Ahoi Kradujana und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge World of Warships. Premiere hier bei Team Krado. Ein neues Schiff steht bei mir im Hafen. Mit dabei ist der Blackshear Löchen. Hallo. Und der Blackshear hätte das Schiff auch gerne. Hat er aber noch nicht, vielleicht in Zukunft. Wir dürfen unser Schiff jetzt aber mal ein bisschen genauer angucken. Ein Schiff, was von Wargaming in letzter Zeit ganz schön in die Mangel genommen worden ist. Es wurde immer wieder ein bisschen genervt, immer wieder ein bisschen verändert. Und ja, jetzt geht es bei uns endlich los, dass wir es auch zeigen können. Die Kremlin, meine Freunde, T10 der Russen, endlich erreicht. Die Sojus durchgespielt und jetzt mit unseren 457mm Geschützen und gerade mal 29 Sekunden Ladezeit wollen wir die Gegner natürlich hier knacken. Ich freue mich riesig, dass das Schiff da ist. Ich habe bewusst hier im Hafen erstmal angefangen. Ich will euch jetzt hier keine Eckdaten etc. zeigen. Ich will euch nur zeigen, was ich eingebaut habe. Meine Module, das sieht hier wie folgt aus. Wenn ihr da noch bessere Ideen habt, was man noch einbauen könnte, alternativ, bei der Tarnung war ich auch am Überlegen, ob ich Torpedo-Überwachungssystem vielleicht mitnehme, aber ich habe erstmal meine Basics eingebaut, so wie ich das bei den Schlachtschiffen immer mache und Tarnwert von, warte mal, haben wir 13,4, ist ja ein angenehmer Wert, ne? Bei den Signalen, da haben wir fast alle Kampfsignale drin, die wichtigsten Kampfsignale habe ich eingebaut, auch zum Ramda das Signal, damit wollen wir den Gegner ja denn umschubsen und vielleicht auch was überleben. Kremlin performt ja maximal gut dann im Nahkampf, also ist jedenfalls meine Hoffnung. Und unser Kapitän Jaroslav Skvortsov, Gott, der ist wie folgt geskillt. Momentan meine Skillung, bin am überlegen, ob ich es noch abende, aber so gegen andere Schlachtschiffe, gegen gerade HE-Schleudern wie Smolensk und Co. sind wir mit Brandschutz natürlich jetzt hier ganz gut aufgestellt. Inspekteur ist Pflicht, ich habe die Tarnung einfach so runtergeballert. Das ist im Grunde das, was ich hier gerade habe. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, gerne unten in die Kommentare. Aber nett schreiben, ja, nett. Blackshear ist kurz eine Minute weg. Okay, müsste aber gleich wieder da sein. Doppel-Smolensk damit bei, der Drakenmank ist dabei, der Blackshear seine Smolensk und wir haben eine Dreier-Russen-Pack, wenn ihr so wollt. Und ich bin mal sehr gespannt, sehr, sehr gespannt, was wir mit der Kremlin hier so reißen werden. Warte mal. 108.000 Leben, Torpedoschutz 46%, traumhafte Werte. Und die Kremlin begleitet mit von zwei Smolensk, also viel besser geht's eigentlich gar nicht. So, Blackshear ist bestimmt gleich zurück, wir starten einfach mal die Runde. Komm. Kein Zusammengeschnippel, das ist hier authentisch, das ist hier wirklich jetzt die allererste Runde. Und auch wenn ich jetzt voll auf die Fresse kriege, dann ist es halt so. Aber schön, sie endlich zu haben. Wieder ein Forschungszweig, abgehakt. Flugzeugträger, So, wieder da. Wibi, ich habe dir einen Flugzeugträger gefunden. Ach, wie schön. Ja, ganz, ganz toll. Halland, Grosovoi, Giring, Kremlin. Falls euch wundert, was das für eine Tarnung ist, das ist die Kontributoren-Tarnung. Die Standardtarnung sah so lahm aus. Jetzt habe ich die hier lieber raufgepackt. AP ist geladen. HE werden wir gar nicht groß wegsehen. Ich bin gespannt. Wolltest du nicht noch was mit den Kradujanern abklären? Ich wollte was abklären. Oh Gott, ich habe es vergessen. Milo, es tut mir leid. Warte mal. Zwecks Gewinnspiel, glaube ich, meint der Medox. Da gucke ich nachher nochmal. Ganz entspannt. Ich war jetzt so gehypt wie in der Kremlin hier. B und C. Gute Karte, um erstmal reinzukommen mit dem Schiff. Also ich fahre rüber zu C. B und C macht das Team hier meist. Ich schreibe das mal lieber in Chat. Komm, hier müssen wir uns ein bisschen anstrengen. Yeah. Dragon Monkey, warum Richtung A? Warum? Also ich wollte auch zu C. Siehste. Hi Team Krado. Ahoi, du. Good luck, everyone. Du. Und Nickley, vielen Dank für deine 100 Bits. Russisches Balance, aber sowas von. Also wenn wir in dieser Division die Gegner hier nicht wirklich ärgern können, dann weiß ich auch nicht. Das ist doch hier perfekt gerade. Ich bin schon aufgedeckt. Ach, wie schön. Ja, ich auch. Komm, O drücken in die Richtung. O drücken. Gib ihm keine Chance, irgendwas zu machen. Und ich brenne. Wie gesagt, Brandschutzskill, super wichtig. Komm, wir löschen das einfach mal. Kommen wir gerade noch nicht zum Schießen. Was für eine Reichweite hast du jetzt? Ich habe eine Reichweite von 20,6 Kilometern. Und das Löschen, wie es mir gerade wieder einfällt, war total bescheuert. Meine Schanzbegrenzungsteams sind doch hier limitiert. Ich habe doch insgesamt bloß 5 dabei. Das war totaler Blödsinn gerade. Das hätte ich lieber gegenheilen sollen. Der CV wird dich fokussieren, Krado. Was? Warum? Mich? Was macht der? Wieso? Das war der gegrüßt hat vorhin, ne? Ja, ganz toll. Nee. Okay.
denn ist ja alles in Ordnung. Oder? Gebühr. Nee, das war doch nicht. Na doch, dass der den mich begrüßt hat. Erklärt, warum er mich gerade angeflogen hat. Aber wurscht. Wurscht, wurscht, wurscht. Hindenburg, gut ausgewichen. Da hast du Glück gehabt. Kufis hat mich beschossen, scheiße. Dragon Monkey, Achtung, da kommt gleich eine Salve, nicht, dass du auch noch erwischt wirst. Bam, 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 bam. Kreml hat eine schlechte Anti-Air. Sieh, ich habe gerade 5 Flugzeuge abgeschossen. Ultra schlecht. Ein Henry, bläh, die sind so schwer zu treffen. Wer auf der Karte A fährt, ist 9 Wurst. Ja, Smolensk in Begleitung vom DD, der kann eine ganze Menge anrichten. Ich weiß schon, was der Drunken Monkey davor hatte. Zwischen A und B irgendwie bleiben oder bei der Insel dahinstellen und dann einfach alles abfackeln, was da kommt. Einfach A-Cap ein bisschen verhindern, ein bisschen verzögern. Kann funktionieren. Und wenn es ein CV dabei ist, immer schwierig, ne? Wenn die brennt an 2 Stellen, der wird richtig kotzen. Protect auf einmal, okay. Kilometer mehr Reichweite wäre echt ganz geil. So ein bisschen. So, Republik ist auch schnell, dürfen wir nicht unterschätzen. Ja, sehr schön. So gut, Hauptsache brennt runter. Er hat gelöscht. Na? Boom! Treffer am Torpedoschuh! Yeah! Killer. Also noch habe ich eine Null-Damage-Runde. Ja, schon 15.000. Ja, irgendwie belassen. Sehr schön. Also mit einer Simulanz möchte ich mich jetzt hier nicht im Damage-Battle. Das musst du mir nicht antun. Null, Triff-Abfackler, Null, 300k Damage. Nee. Du nicht gerade, Affe. Ja, 2 Overpens, 2 Neuen, stark. Mega. Der Sound ist geil, wenn man ballert, ey. Das hört sich an. 1004, nicht so Overpen. Geil. 4 Treffer, 4 Overpens. Cool. Schöner Start. Sehr schöner Start. Ich geh mal auf den Henry hier vorne. Was sagst du? Ich geh mal auf den Henry ein bisschen abfackeln. Mach das. Viel Spaß. Es ist zum Kotzen, Mann. Es ist nicht mehr normal. Wie lange ich noch treffen kann. Versuch die Hindenburg mal zu treffen. Kann ihn nicht mehr treffen, super. Gucken, ob der trifft. Der Henry hier von der Seite. Yamato kommt mal in unsere Richtung. Und? Oh Gott, daneben hört ihr auf. Und wieder ein Overpen. Ach hier, noch mehr Nebel, geil. Also noch ist meine Bike-Begeisterung irgendwie nicht da. Ah, kommt bestimmt noch, kommt bestimmt noch. Gleich, wenn Yamato mir das halbe Schiff wegrockt. Oder mich gar nicht trifft. Auch nicht schlecht. Huch, ein Zahnwanker hier hinter uns sogar schon. Komm, 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 den Henry rausnehmen. Großer Void down, sehr schön. Das ist gut. Kill. Bam, 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 bam. Mensch, wo ist er denn? Als ob der da jetzt noch weggekommen ist. Ach, das ist so ärgerlich. Tomahawk, vielen Dank für deine 10 Krado-Kröten. Danke, Krado. Habt durch euch viel gelernt. Macht weiter so. Dankeschön. Dankeschön. Voll mit dieser Runde hier lernst du gerade ganz viel. 6 Treffer, 6 Overpens. Nebel endet. Achtung. Ja, noch 10 Sekunden hier. Das aber ist ich glaube, ich zünd jetzt erstmal keinen, weil die sind eh zu weit weg gerade. Das ist immer der kritische Moment für einen Simulanz-Fahrer. Nein! Mein Nebel! Okay, ich denke, das ist Schatz. So, tschüss, Henry. Also wenn der jetzt nicht platzen will. Also ob ne Henry? What the fuck, auf was hab ich denn gerade geschossen? Die Henry war da. Hey, ich hab mich ja total verguckt. Hier muss ja irgendwie ein DD in der Nähe sein, oder? Die Halland ist hier in der Nähe. Der war da zuletzt. Gerade heute Knick in Optik. Ich dachte irgendwie gerade, ach, Hindenburg. Ich glaube, ich habe die Namen gerade bloß verlesen gehabt. Oh, das Bier knallt mich hier völlig um. Oh oh. Oh oh. Rückwärts, rückwärts, ganz schön rückwärts. Ja, ich glaube. Bei den Tops nicht. Was denn? Rate mal, wie schnell diese Tops sind von der Halland. Ja, die sind schnell. Einen nehme ich mit und noch einen, ja. Machen aber nicht viel Schaden. Rate mal, wie schnell die sind. 72? Nein. Unter 70 oder über 70? Mehr. 75? Nein. 85? Nein. 90? In etwa, ja. 90 Knoten. So schnell? Ach so. Ja, ist total krank. Aber dafür machen sie nicht viel Damage.
Das ist der große Unterschied. Ah, ich finde, die können ja ruhig so Schimmertorps sein. Boom! 10.000! Yeah, geil. Ach nein. Oh Gott, der steht genau neben mir. Ah! Da ist der DD. Ja, ich weiß. Du Scheiße. Ich hab hier, Hydroan. Ja, bist so weit weg, leider. Ah, ne, schieß auf die Halland gerade hier. Die ja, die muss auch sterben. Scheiße, jetzt nehme ich die alle mit. Wäre ich doch mal weitergefahren. Ach, ärgerlich! Die machen ja nicht so viel Schaden. Ah, das überlebe ich einfach! Aua. Da kommen noch mehr Torps. Brennende Hölle. Oh Gott, hier werde ich nicht mehr rumkommen. Oh Gott, die Nebel drauf gehört. Ach, scheiße. Die Halland ist nicht tot. Oh Gott. Ich habe mich hier ein bisschen zu weit nach vorne getraut. Ich kann dir auch gerade nicht helfen, mein Nebel hat aufgehört. Boah, hinter mir eine Moskva. Ernsthaft. Ich bin eh tot. Das überlebe ich nicht. Komme ich nicht mehr rum. Hätte ich aber gemusst, um hier nochmal wegzukommen. Nein. Bang. Ärgerlich. Da kommen gleich die nächsten. Da kommen gleich die nächsten Torps und das war's denn. Jawohl, Moskva. Aua. Ich kann dir nicht helfen. Alles schick. Mal löschen. Alle chick, aber das war's. Und ich brenne schon wieder. Alter! Da haben wir auch nichts zum Aufgeben. Aufgeben, ja, genau. Ja. Wie immer, erste Runde wird gute Runde, aber so richtig. Jupp, 32.000 in der Kremlin, ich bin begeistert. Hammerschiff. Warte mal, 23 Treffer, 32.000. Also bisher fühlt es sich exakt so an wie die Soyuz. Einfach nur ekelhaft. Nee, ach, verkauf dich. Zweite Runde. Läuft's besser. Schon wieder die Kackkarte, Alter. Eben habe ich mich noch gefreut über die Karte. Jetzt kotze ich in die... Ich sag nichts. Was sagst du? Ja, jetzt fahren wir aber zur A, oder? Wir fahren zur A jetzt. Immer die geschlossene Seite von den Inseln. Ja. Alter, Krado, verfolgt ihr mich? Ja. Yeah. Mal ein bisschen creepy rüberkommen. Bestimmt jetzt voll Angst. Du. Triple Montana Divi, das ist ja auch mal interessant. Eieiei. Aber nicht wieder abfackeln. Na, gucken wir mal. Mal gucken wir mal. Tun einfach so, als ob die erste Runde nie passiert wäre und jetzt zeigen wir, wie es richtig geht. Chris Joker hat gerade eingeschaltet. Endauswertung: 2 versenkte Schiffe im Team, einer von Krado. Der andere war Dragon Monkey. Gehört auch zu uns. Bloß der Black Sheep wollte sie nicht versenken lassen. Ja. Der hat die Ehre noch gerettet. Was hattest du? 20.000 Schaden, ne? Gerade noch so. Nee, 120. Nee, das ist ordentlich. Dit ist ordentlich. Barter wants to say, was? He's a huge fan, TK. But he's Shatband. No, voll süß. Er ist ein großer Fan von uns, der Barte. Wer ist Barte? Die Ohio. Cool, gleich mal loben. Bup. Findet. Greetings, Barte, greetings. Ist die Ohio immer noch so stark, wie die vorgestellt wurde? Nein, nicht. Die Ohio hatte nochmal einen Nerf erfahren, kurz bevor sie live ging. Sie ist nicht mehr ganz so krass wie in unseren Videos damals. Trotzdem aber immer noch ein super gutes Schiff. Wann kommt die Anmod für die zweite Runde? Die Aufnahme läuft noch. Alles schick. Ich lasse das alles einfach so drin. Ihr liebt das Authentische und das werdet ihr bei uns auch immer kriegen. Ich hasse so eine YouTube-Videos, wo alles zusammengeschnitten ist. Wo immer bloß die besten Szenen gezeigt werden. Weißt du, dieses Anfangen hier, dieses Labern nebenbei, das fehlt alles. Und irgendwann blub bist du mitten im Kampf und blub bist du irgendwie im nächsten Kampf und blub Ende der Runde und dann weiter. Das mag ich überhaupt nicht. Aber soll jeder machen, wie er möchte, ne? Und sich das auch angucken, wie er möchte. Weitfung! Oh, Moskva. Kremlin versus. Nebelt jetzt aber. Colbert, lol. Nein! Der liegt schon weg! Warum habe ich das nicht gesehen? Nein! Ich habe heute voll einen Knick in der Optik. Und ich brenne.
Der Alkohol. Ja, echt, ey. Zu wenig. Muss noch mehr. Nein. Gerade noch drüber nachgedacht, wie weit ich davor hätte. Und der lenkt der volles Rohr schon weg. Und noch nicht mal geschossen gehabt. Das ist so ärgerlich. So, komm. Jetzt aber. Alter, die Montana hat geschossen. Halbes Schiff weg, aber. Overpants. Ach komm. So ein Müll. Okay, Kreml und ich wären keine Freunde. Meine Fresse, ein halbstehendes Schiff treffe ich nicht. Die steht doch schon genau neben mir. Ich hab bloß auf die Mosfer geschossen. Oh, ist das ärgerlich. Trink mal Zielwasser, aber echt. So, der fährt gleich wieder vorwärts und wird unsichtbar. Fuck my life. Ich sag nix, ich sag nix. Na, Blacksy, schön weit vorgetraut hier. Ich nebel unser Salem. Vielleicht können wir ihn noch damit retten. Vielleicht überlebt er, aber. Da kommt Thorst von der Seite schon, von der Halland. Ey, da haben wir wieder eine Halland bei den Gegnern. Der Berg ist weg. Ah, 4-7 gedrückt mit einem Treffer. Nice. Bam, 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 bam. Ich die jetzt geschenkt. Bam, 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 bam. Darfst auch mal HE schießen? Nee, lass mal. Bei fast 460 mm brauche ich kein HE. Erstmal nicht. In gewissen Winkeln, ja, aber wenn die alle breit sind, zeigen nicht. Wir bräuchten mal irgendwas von unseren zwei DDs, die hier sind. Irgendwas müssten wir mal sehen. Das wäre ganz toll. Pass auf die Daring da vorne, ne? Ja, der kann. Ich fahr schon wieder zu, ich werde jetzt hier nicht getorbt werden. Du kannst mal rüber torben, da ungefähr, wo die Daring war. Habe ich ja gerade. Okay. Okay, gleiche Situation wie eben, wir fahren hier wieder doof rum. Dann werde ich wieder, wahrscheinlich wieder an irgendwas krepieren. Was? Du hast einen Monkey beschädigt, den Blacksy? Was? Ja, der pusht hier wieder aus. Na, alte Pusher. Der Akro-Affe ist wieder unterwegs. Akro-Affe. Hyper, Hyper-Affe. Kennst du die Werbung auch, Blacksy? Hatte ich gestern mit, oder letzten Tage schon mit Nier in meinem Gespräch. Hyperino! Ja, jetzt Online-Casino. Hyperino! Hyper, Hyper. Es ist so furchtbar. Das ist so schlecht gemacht. Ja. Also der muss wirklich Geld gebraucht haben. Wer weiß, wie viel Zehntausende sie ihm dafür angeboten haben. Das kommt gar nicht so richtig real rüber, weißt du? Das ist einfach so... Ja, weil er war ja bekannt dafür, so eine Real-Song zu machen, ne? How much is a fish? Hyper, ja, hyper. Ich hab's noch vernünftig angehört. Ja. Nicht so gestellt, ich weiß nicht. Ja, ist eine Werbung. Ist ich halt eine Werbung. Hyperino! So, jetzt aber auf die Monty! Da ja, kann ich gar Alter! Man möchte meinen, ich habe das Schlachtschiff fahren verlernt. Alter! Konntest du schon mal? Ja. Eine Colbert. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man von einer Colbert hier gequält wird? Hey, Monty! Monty, 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 und Sushima, Alter, als ob er jetzt an den Torps gestorben ist, die waren die ganze Zeit offen, Alter, ich krieg einen Anfall, okay, wir müssen hier wieder weg, weil die Daring da jetzt steht, nee, das ist die Mino, ne, nee, Quatsch, kann ja gar nicht sein, das ist die Daring, die Daring hat den gerade gekillt, ja, 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 da kommt auch HE geflogen, ist unwahrscheinlich für eine Mino. Um 21.000 natürlich. Was ist meines? Es ist jetzt nicht gegen Berg gegangen. Alter, ich verkaufe das Kackschiff gleich wieder. Die Monty schießen HE. Geil. Richtig geil. Oh. Alter. Tolle Runde wieder. Macht. Und ich brenne wieder. Also ich habe noch gar keinen Schaden gemacht. Ich bin schon bei epischen 13.000. Ja, ich weiß. Du bist überrascht über diese hohe Anzahl. Aber ich kann froh sein, wenn wir hier noch wegkommen. 1.400, Alter! Oh! Das ist ja voll, dass ich, wenn die Kolber die wieder töten würde. Bitte nicht.
Total lustig. Der Computer total, hier fliegt gleich sonst was. Alter. Da kriegst du einen Anfall. Die scheiß Halland ballert auch noch offen auf mich. Nee, ich komm nicht mehr weg, bin tot. Oh, 1400. Geil, Alter. Kann mir auch nichts von kaufen. Und in 2 Sekunden könnte ich retten. Ist das beschissen. Kameras aus. Upsi. Cool. Ja, ich habe mir den ersten Schaden jetzt gemacht in der Runde. Wow. Richtig tolle Runde. Alter, was ein Haufen Scheiße. Oh. Ich dachte, der DD da vorne, die Shimaneme, der sorgt wenigstens dafür, dass sie nicht alle rumraschen. Da flasht er sich von der Daring killen, Alter. Und du stehst schon wieder da vorne als alleiniger Affe. Oh. War das eine Anspielung auf Monkey? Nee, ach, überhaupt nicht. Oh oh. Hier tut sich die Scheiße auch gerade hier an. Ah, volle Montana um die Ecke. Oh. Oh oh. Ja, ich bin tot. Die Kremlin muss im Nahkampf spielen. Die Kremlin tankt alles weg. Scheiß macht die. Die brennt bloß dauerhaft. Da kann ich auch meinen Kuhfürsten spielen. Alter. Salem ist auch tot, oder? Kommt er noch weg? Nee, ich bin tot jetzt. Lol. Coole Runde. Sehr coole Runde. Need my ship. Alter. Ja. Wir sehen uns in Runde Nummer 3. Da sind wir auch schon in Runde Nummer 3. Yeah! Ersten beiden Runden gesamt 40.000 Schaden gemacht, circa. Woo! Das versuchen wir zu übertreffen. Versuchen wir mal. Versuchen wir mal. Haben wir jetzt echt alle 3 Grados? Die TKs sind wieder unterwegs. Okay, okay, okay. Du magst mir rechts lang. Ich komme auch mit rechts lang. Ich komme auch mit. Das wird richtig gut. Das wird toll hier. Ich bin so. Kreml und ich, wir sind so richtig. Das ist Wahnsinn. Brassers. Richtig Brassers, ja. Schubst gleich die Treppe runter, die Kremlin. Sag das mal mir, seit 3 Runden sind sie bei mir. Dann wird das ja genauso. Oh Gott, wir haben alle wieder mitgenommen. Flugzeugträger auch wieder dabei. T10. 2 DDs bloß, Halland wieder bei den Gegnern. Bäh. Ich mache Stalin gerade auf jeder Seite dabei. Mhm. Darf man auch nicht unterschätzen. Darf man nicht unterschätzen. Ey, die auf jeden Fall. Auch wenn es nur ein schwerer Kreuzer ist oder so. Mhm. Hm. 40 kann eine Runde, wow. Ja, meine Messlatte, meine Sprünge oder meine... Wie sagt man so schön? Mein Anspruch ist sehr niedrig gerade zu Kremlin oder zur Runde allgemein. Die Kremlin kann da nichts für. Kremlin ist ein ganz tolles Schiff und ist auch super stark. Aber Krado funktioniert irgendwie gerade nicht zusammen mit der Kremlin. Das soll einfach gerade nicht sein. Und ich fand, ich habe in den letzten 2 Runden nicht mal zu aggressiv gespielt. Trotzdem stand ich immer ganz vorne und wurde dann weggezerrt. Ihr kennt mich vielleicht noch als Kampfkaktus. Habt mir mal einen Account geliehen? Aha. Kaktus. Können wir mal grüßen. Huhu. Oh Gott, Flieger haben mich entdeckt. Bin tot. GG. Das ist die alte Luftratte. Guckt ihn euch an, wie er da hinten sitzt, sich die Eier krault und nebenbei ein bisschen weh drückt. Blech. Und mich angreift. Karma. Geh weg, Hakuyo. Geh weg. Gehen natürlich beide rein. Ja, na klar. Natürlich gehen die beide rein. Jupp, Antrieb kaputt. So, pass auf, jetzt dreht er um und fliegt mich nochmal an. Nein, schon weg. Okay. Dadurch konnte ich jetzt nicht auf die Sau schießen. Ärgert niemals die euren Luftratten. Wow, 11.000. Fast so viel Damage wie letzte Runde. Geil. Die Halland ist hier unten irgendwo. Ja. Leider war. Typischer Montag, aber volles Rohr. Was greift der feindliche CV als erstes an? Eine Kremlin, natürlich. Wer kennt's nicht, ne? Wer kennt es nicht?
Und er wird unsichtbar. Das ist jetzt schlecht. Bam, bam, bam. Und er hat geschossen. Das ist wiederum gut. Also, wenn er jetzt nicht zu viel Damage macht bei mir. Sonst war es natürlich nicht so gut. Sandra, da hätte ich die RHE empfohlen. 11.000 und abgefackelt den Sandra. 1.400 und abgeprallt da hinten beim Sandra. Aber er hat gelöscht. Yeah! Schieß mal weiter AP. Der Sandra steht ja schön. Was haben wir da denn Schönes? Hey, mein Freund! So, wenn das jetzt nicht reinknackt. Also, denn kann mich die Kremlin mal. Dann kann die mich mal kreuzweise. Und jetzt, meine Freunde, guckt es euch an. Burz! 48.000! Okay, Kremlin, okay. Bist nicht verkauft. Tolles Schiff. Hier kam gerade die Hallantorps übrigens schon. Das war doch mal eine Salve! Das war nett. Das war nicht nett, das war... ich war Damage mit dem Schiff. Das war besser als alles, was ich den Abend über heute gesehen habe. Und die nächste Salve macht 4.700. Natürlich. Das ergibt auch total Sinn. Das gibt absolut Sinn. Das ist so logisch. Die Warnung hat deine Kremlin verstanden. Ja, ich hoffe doch. Gut, er lenkt ein bisschen weg daher, wa? Ein bisschen höher halten. So, dann fahren wir mal todesmutig in die Halland rein und verrecken. Oh, ich werde sogar genebelt, Alter. Jetzt geht's los hier. Killer Snoopy rettet mich. 11.000, geil. Nee. Kann diese Shima da mal ein bisschen vorfahren, Alter? Der kann doch die blöde Halland mal suchen. Da kriegst du einen Anfall. Und da kommen die nächsten Tops. Der Arsch hat echt wieder mich getoppt. Der hat echt wieder mich getoppt. Nice, sehr schön. Und ich bin es nicht. Ein Glück. Auch wenn das mehr gesnackt gerade war, aber egal. Kill is kill. Wurscht. Actually, die dritte Runde in Folge einfach nur scheiße. Da ist alles erlaubt. Das ist alles erlaubt. Und wenn man die eigenen versenken muss, um Kill zu kriegen. Nee, ganz so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich komme jetzt bloß nirgends mehr an. Das ist voll doof. Ey, wir haben jetzt zwei DDs. Die können auch mal diese Halland doch mal jetzt mal jagen, oder nicht? Ja, jetzt die V hält die offen. Die Giering ist ja auch so nah. Die stehen direkt mit uns in uns drin. Was erwarten die, dass wir hier irgendwie was aufdecken? Merkwürdig, merkwürdig. Wo haben wir dein Flugzeug? Gott, Alter, so, und los geht's. Sie ist groß, sie ist schwer, sie ist total lahmarschig. Aber die Türme drehen schön schnell. Das war ja immer das Highlight bei der Kremlin, dass die Türme so ultra schnell drehen. Ja, schon fast Kreuzerniveau, ey. Komm ich überhaupt rum? Stimmt nicht. Das Thunderbird hat echt schon wieder gelöscht. Na gut. Na gut, na gut. Sandra. Sandra. So, pass auf, jetzt kommen hier die Tops gleich wieder und ich bin tot. Scheiße, ich komm da nicht rum. Ich komm da nicht rum, glaube ich. Stalingrad. Nee. Schwimmender Ziegelstein, wie beim Kurfürst. So fühlt sich das echt an. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen, ey. Eieiei, komplett falsch eingeschätzt. Ich dachte, da komme ich locker rum. Boah. Um Gottes Willen. Oh Gott, und dann die Halland hier im Nacken. Und unsere Schimusik. Von vorne, scheiße. Bei. Vorne. Ah, shit. Ab euch dahin. Oh, Gott sei Dank, nicht in meine Richtung. Da ist die Halland. 15 Kilometer? Was das ist ein Desmo. Eine ordentliche. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und? Ja! 1450 auf die Desmo. Geil! Richtig weggeknallt, die alte Army-Sau. Woo! Okay. Kremlin? Es bleibt nicht bei der einen tollen Salve. Ich will mehr sehen, Kremlin. Ich will mehr sehen. Das macht uns keinen Spaß mit dir. Kann ich ja Mate spielen. Mach ich zwar auch Overpens, aber schönere.
15 Kilometer weg. Als ob ich den jetzt nicht getroffen habe, Alter. Oh. Ja, und wenn du die noch beschleunigst, die Torps, also die Reichweite dann auf 12 Kilometer reduzierst, mit dem 1 Skill, kommst du auf über 90 Knoten Geschwindigkeit mit den Torpedos. Das sind Torpedos, denen kannst du theoretisch gar nicht mehr ausweichen. Wenn du sie siehst, ist es eigentlich schon zu spät. Wenn du da nicht was Agiles spielst, dann hast du keine Schnitte. Kommt da gerade rum. Venezia? Venezia, Venezia! Kommt schon wieder Torps. Moskwa, nein! Darum ist das nämlich auch so wichtig gewesen, dass unsere DDs davor fahren und hier diesen Bereich aufdecken. Das wäre so wichtig gewesen. Aber die waren einfach zu weit drüben. Ich verdecke irgendwie die ganze Zeit die Karte. Warum sagt keiner was? So ist besser. Ich habe ja gleich gesehen, was da passiert ist die ganze Zeit. Down ist er, down. So Leute, jetzt passt mal auf. Passt mal auf. Tüdelümi. Ist nicht dein Ernst, Drunken Monkey. Mann, die wollte ich gerade killen. Nächstes Spiel vergönnt ihr heute. Und ich brenne schon wieder. Ich meine, ganz normale Runde, ganz normaler Abend. Typischer Montag. Drunken Monkey, da kommt Torb, weich aus. Geht er noch rein bei ihm? Oh, 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 oh. Ach, hat er noch mitgenommen. Nur um mich zu retten. Danke, Drunk Monkey. Danke dafür. Ehrenmonkey. Bam, 4-3. Geil, 3 Treffer. Was ein Krampf, hier mal irgendwie Damage zu machen, ey. Verdammt, muss ja hier noch irgendwo sein. Das ist auch ein Monster. Mit Desmo direkt vor mir. 1400. Und jetzt hier mit der Gamescom 2016 Tarnung drauf, sieht man auch nicht oft. Schicke Schiff, schicke Tarnung. 1400. Fang gleich an zu heulen. Hier bei der Leiche von Drunken Monkey wird es Tränen regnen, Tränen. Bam, tschüss, Alter. Ja, 2-9 auf die Desmo, Alter. Woo! Richtig geil. Die stand nur volle Breitseite zu mir. War ja klar, dass ich dann nicht viel Damage mache. Bei mir war die Bus. Was war die bloß? Spitz zu mir war sie gerade bloß. Ah. Deswegen bloß so wenig. Ja, das wollte ich hören. Danke, sehr aufbauende Worte. Genau das wollte ich hören. Scheiße, die Halland ist hier echt rumgekommen. Sag mal, verfolgt der mich irgendwie? Fucking Montana kommt da. Ist das seit 3 Runden die gleiche Halland, die mir irgendwie hier in den Arsch kriegt? Ich krieg ihn langsam ein zu viel. Der kann doch nicht andauernd parallel zu mir hier immer fahren. Da komme ich leider nicht rüber, schade. Montana, wo ist er? Wo ist er? In die Richtung schon? Der hat echt mich getoppt. Die mag dich, ja, ich merke das schon. Ist das die gleiche Divi die ganze Zeit? Bestimmt, ne? Oh Gott, verschwinde ruhig, wenn ich gerade abdrücke. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Komm, Venezia, geh nochmal auf. Geh nochmal auf, mein Freund. Hau rein, Lordo, bis zum nächsten Mal. Das hat so schön heute Abend angefangen. Kaum spiel ich Kremlin, läuft erstmal noch Kacke. Wobei, die bisher läuft sich eigentlich ganz gut. Bei Gering gehen die alle rein. Helen fährt wieder in die andere Richtung. Weil ich auch in die andere Richtung fahre. Rechts Monte, ja, zu spät gesehen. Dachte, ich kann die Venezia nochmal schön treffen. 2-9! Hammer. Hammerstark. Hammerstark, hammergeil, hammerkremlin. Oh, bis 12.000 auf die Monty. Och Mann. Also mit meiner Yamato werde ich jetzt tot. Mit meiner Monty auch. Mit meiner Kremlin. 4-7. Drecks Montana, angewinkelt, Junge. Voll strong, der Kahn. Ich glaube, die Halland ist ein Stream-Sniper. Könnt ihr erklären, warum seit 3 Runden mir eine Halland auf den Sack geht? Könnt ihr auch erklären, warum die Runden hier so toll laufen? Aber wurscht.
Auch mit Stream Sniperle kriegt man ja trotzdem halbwegs was Gescheites hin, wenn das Schiff will. Wenn das Schiff will. Der Rat der Kremlin-Fahrer ist enttäuscht von mir. Ja, der Fliesentisch wackelt schon. Das glaube ich, das glaube ich. Ich bin irgendwie auch gerade ein bisschen enttäuscht. So, warte mal, in der Richtung schon verstärken. Er fliegt gerade über mich rüber. Jetzt hau ich mir nochmal viel Kekse in den Mund. Ja, Mann, drück, drück. Stopp, stopp. Hey, runtergefallen. Hey. 5-Sekunden-Regel. Stopp, stopp. Oh Gott, jetzt ist da die Venezia. Oh. Bam, 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 bam. Türmchen, dreht euch, Türmchen, dreht euch. Die Scheiß Hallert ist echt wieder rübergekommen, ne? Okay. Ja. Geht sowas rein technisch überhaupt? Wenn du es erzwingen willst, dann ja. Nutzt ja sauschnell. Yes, 2 Abpraller. Wird immer besser. So, warte mal. Ich stelle mich jetzt hier mal kurz hin. Retten kann ich nämlich nicht mehr. Aber wir müssen jetzt unbedingt mal dafür sorgen, dass hier irgendwas stirbt. Entweder mache ich jetzt den CV klar. Komm, ich probiere jetzt den CV klar zu machen. Ich bin jetzt richtig... Ja, der Winkel stört nicht. Kremlin in dem Winkel, da musst du erstmal durchkommen. Hätte der HE geschossen, wäre das jetzt richtig schlimm gewesen. Aber jetzt guck mal, die Hakuyo da hinten. Und! Boom! 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 Alter! Es ist zum Kotzen. 1000 fucking 450. Oh. User joined your channel. Kreuz hat die auch nicht eingefallen. Alter, schon wieder 1000 wieder vom. Ich krieg da einen Anfall. Oh, jetzt kommt der auch noch. Hey, komm. Hallo, Shit! Wo ist er? Ich hab ja lange nicht da. Mozo, mach mal. Komm her, Mozo, mach mal. Los, Mozo. Und jetzt los. Hey, Krom. Na, ihr Nasen, was los? Hast du auch schon deine Kremlin eigentlich? Ich glaube, ja, ne? Ja, der Ruhe ist schon lange. Wie findest du die, sag mal? Ich bin fast schon zurückgesetzt. Da muss ich auf T10 gehen, durchscrollen, bei russischen Schlachtschiffen, und da finde ich die denn. Ja, das ist ungefähr auch gerade meine Beschreibung. Alter. Ich hab hier so sowas. Cool. Ja, die ist so cool. Ich möchte. Das ist wieder so ein Schiff. Ich finde die geil. Ja, ja. Ich möchte meinen Bildschirm ankotzen. So cool ist die. Und die Halland down. Oh. Sie win? Alter, was ein Krampf, hier mal ein bisschen Damage zu machen. Aber. Boah. Meine Eier war durch. Ich hab meine Montana wieder. Und ich hab jetzt den englischen Baum wieder zurückgesetzt. Ah, echt? Krass. 1700 Grund-EP. Was ein Krampf, diese Grund-EP zu erreichen. Oh Gott, Alter. 48 Treffer, 3 zieht das und gerade mal 111.000 Charme. Ja. Mit meiner Monty, Yamato, alle anderen Schlachtschiffe hätte ich da viel, viel mehr Damage gedrückt. Warum ist denn das so eklig? Ich mache nur Overpens mit dem Scheißkahn. Die ganze Zeit. Das war bei der Soyuz schon so schlimm. Gestern richtig geil lief. Ahoi, Kradujana, und jetzt willkommen zu den total ernsten Kremlin-Fahrern. Hey, Krom. Ahoi, ne. In der Kremlin und der Black Shee in der Yamato. Hallo. Hallo. Wir hatten gerade Kunsthecken saufen und wir haben noch Schilder Yamato, gegen Kopf hauen und Geburtstagstrieben und. Genau. Wir sind, also die Runde kann nur gut werden. Buttercremeschinken. Buttercremeschinkentorte mit Mad Eagle-Einsatz, genau. Nur schöne Sachen. Erster Eindruck von dem Kremlin, Testvideo. Da wird nicht Testvideo, sondern erste Video, wo ich das Schiff wirklich mal fahren konnte auf T10, nachdem ich es freigespielt habe. War ja nicht ganz so berauschend und ich hoffe mal sehr, dass wir jetzt hier in den Runden noch ein bisschen mehr Spaß haben. Die haben Gegner mit Shimakaze, hier werden gleich massig Torps kommen. Hier werden gleich massig Torps kommen. Ich muss hinter euch, das ist wichtig. Bleibt ihr, fahrt ihr mal einfach weiter und ich fahr so schräg hinter euch. Yeah. Versuchen wir die da gleich zu flankieren. Ein Schuss, ein Shot, ja, besser ist.
Und im Abgang ein schön warmes Glas Butter. Oh, geil. Gute Markenbutter. Schluck Öl noch hinterher, damit schön rutscht. Gute Markenbutter. Aber du hast ja keine Verstopfung, also glaube ich nicht. Nö, das rutscht. Von hinten in die Mutter nimmst du deutsche Markenbutter. Was? Demonetarisierung nach 1,5 Minuten, es läuft. Nochmal. Danke, danke, Krom. Nein, jetzt rab ich dich. Du wieder, Alter, hör auf. Warum ziehst du denn hier rum, Alter? Ich hab doch eben gesagt, ich zieh links rum. Wieso denn links rum? Weil ich hinter euch wollte, wegen den Tops, die hier gleich kommen. Die da kommen. Pimpfe ich dich doch endlich. Mach ich doch. In welche Richtung denn? Weiß ich auch nicht. Nach rechts. Du nach links, ich nach rechts. Ich steh. Ich nach links jetzt. Jetzt zeige ich ja Breitseite. Man möge ihn Kiel holen. Kiff. Oh, Black G. Beschieß den mal bitte. Du kriegst ja einen Anfall, Alter. Ich hab Flagge drauf. Oh. Ich halte dich jetzt auf und dadurch kriegst du kein Tor. Nee, dadurch fresse ich, genau dadurch fresse ich ein. Warum fährst du denn rückwärts? Du sollst vorwärts fahren! Vorwärts, da komme ich hier nicht weg von dir hier. Ich denke, natürlich, du brauchst. Oh, Alter. haben die schon getrunken, Chat? Haben die schon vorher getrunken? Da kommt ein Scheiß-Torp, danke. Jetzt fahr ich vorwärts. Oh, Alter, ich hasse dich. Der hat aufgehört! Der hat genau vor mir aufgehört, easy. Ja, wusste ich doch, siehst du. Aber guck mal, Alter. Diese doppelte Power, da hauen die alle ab. Wenn ich so eine absolut, Alter. Ja, du bist gleich pink, wenn du so weitermachst. Das ist so, wieso ich? Du rammst mich doch. Die haben, das ist wie bei Dings hier, Zusammenbau zum Roboter hier. Warte mal, ich zitiere kurz den Ingame-Chat. Ja, TK Krom, Warnung wegen Beschädigung vom verbündeten Team Krado. Wieso ich? Du hast mich gerammt. Ja. Ich hab überhaupt nichts gemacht. Ich hab gemütlich meine Fischchen geangelt, ja. Hab ich mitgekriegt. Du schießt auf den da nochmal 4-7. Ich hab geschossen, Alter. Mach! Ja. Aua, das geht ja nicht. Hammer, Ronny, Hammer, läuft. Da kommt Torps, pass auf jetzt. Noch einer. Ich zieh jetzt voll links rum, Achtung. Ja, nee, ich halt an. Bob ist vorbei gleich. Oh, wo war Blackshee eigentlich, als wir uns gerammt haben? Der hätte auch mitrammen können. Wieder, jetzt lacht, ne? 6-2. Komm, der hat doch nicht mehr viel. Der scheiß Kurve ist da. Der hat 10.000 noch. Ja. Boah, Alter, da vorne, dahinter. Ja, diese Karre nach, Alter. Komm. Kremlin und ich wären noch sehr gute Freunde. Mhm. Laden! Oh. Musst du laden? Nee, natürlich nicht. Die letzten Schuss treffen wieder nicht. Krom muss den Lahm kippen holen. Na Krom, geht er rein? Geht er nicht rein. Doch, ging rein. Nur 2-9. Immer noch nicht down. Mann. Jetzt hätte ich die immer noch breitseitig. Komm, Krom, tot. Breitseitig, bitte dich. Die Breitseite. Abpraller. Durchschlagen und nicht durchschlagen. Null Damage. Mach dich weg, Fletchy. Ja, schön. Wegschi, mach. Wir sind einer. Wegschi. Oh. Der Einwegger. Also, der Start war schon wieder sehr episch. Eieiei. 3 DDs sind drüben. Wir haben nicht ein DD hier bei uns. Das Killer-Kommando. Willst du mich verarschen? Das waren die ganze Zeit die Venezia-Tops, die hier bloß kamen. Ja, oh, 17.000! Ich weiß! Jetzt sag das doch mal! Stand dran. Nee, weil hier kein DD ist, ja klar, da waren die. Jetzt, okay. Was soll das sonst gewesen sein? Okay. Schöne Zita. Jetzt killt ihr den noch bitte. Oh, ich treffe ihn nicht, niemals. Niemals? So schlimm. Versuchbar. Also, da, es ist jetzt schon meine zweitbeste Runde mit der Kremlin. Siehst du, cooles Spiel. So schlimm. Oh, nochmal Zita. Jawohl, Leute! Ja, weggekillt. Weggekillert. Nee, wir fahren außen rum, ne? Bin mir nicht so sicher, du. Durch B scheiße, glaube ich. Ja, aber wir können die gerade schön flankieren. Guck mal, der Kankerer, ja, da drüben. Mach du die Scheiße. Wenn du sagst, wir fahren durch B und dann kriegst du gleich wieder. Nee, mach du noch. Die Scheiße, Alter. Ich mach die Scheiße. Oh, Alter.
Danke auch. Hör nicht auf den Quatsch da. Guck dir an, da den Abpraller, den ich da eben gerade reingerackt habe. Fahr du mal mit dir. Ich bleib mal mit. Wir gucken von da hinten. Kromlin, weißt du wie... Kromlin, sag ich schon Krom. Weißt du wie... Ich hab grad Kremlin nebenbei gelesen. Kromlin. Weißt du, wie lange du da jetzt nicht mitschießen kannst? Komm lang hier. Bin gleich rum. Nee. Ich komm lieber auch mal mit. Schon, nee. Oh, hier kommt... Nee, hier sind die Kremlin drin. Oh. Komm ran hier auf den Meter, Mensch. Kromlin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist da drin? Ne Kremlin! Kromlin! Da ist sie! Warum ist sie nicht jetzt auf? Oh Alter! Ja. Nee, ich fahr außen rum. Erfolgreich. Alter, wieder. Habt ihr gesehen? Da links, daneben und rechts rein. Oh. Sir Tommy, vielen lieben Dank für den Sub. 3 Monate schon. Dankeschön. Komm. Vielen lieben Dank. Nee. Zu viel Wurf ist nix gut. Nee, wirklich nicht. Von hinten an. Total blau, die Typen. Da war aber auf den Geburtstagstrieb. Eine Kremlin in der Mitte. Leute. Komm, kriegt einen Befehl, sich da abends abzuschießen bei. Genau. 4-7, yeah. Gib mir noch ein paar Salven, dann habe ich ihn. Die Masseuse ist auch in der Mitte. Wer schießt auf mich? Ich glaube, was hackt oder was? Alter, bleib ruhig da hinten. Dreh ruhig schon ein bisschen ein, dass du die beschießen kannst. Komm bloß nicht dichter. So Angriff, hab volles Leben. Ja, dann mach Angriff. Oh, ach, bin. Nein, scheiße. Der war dahinter noch, ne? Einer geht wichsen rein. Na, immerhin. 1450. Ich dachte, wir machen jetzt hier Angriff. Ja, machen wir auch. Ja, das sind Yamato, Kremlin, Conqueror und ein Gierig und eine Masseur. Da brauchen wir nicht reinraschen. Holo. Nee. Ich fühle mich heute gerade nicht so für Ultra-Yolo-Stimmung. Alter, kommt noch nicht Yamato. Boah, was ist hier los? Ja, Bull, haben wir ja, merke ich hier. 15.000 Frontal. Siehst du, totaler Müll. Natürlich, hier alles daneben ist Using klar. Kongo Go irgendwas. Nee. Bisschen Abstand. Ist kein sicherer Win hier. Pass auf. Machst du fast down. Schön. Genau, komm. Jetzt flankieren. Jetzt an der Seite reinballern da. Aber denk dran, da sind 2 Yamatos jetzt schon. So eine Kacke, alles. Ich bin tot, das war's. Ja, hier nicht. Minotau und so eine Kacke, Alter. Schöner Satz. Ja, ne? Oh Mann. Ich denke auch, dass eine 24.000 schlecht war. Ja, die fressen schön. Oh, Alter. Ich hab dir gesagt, fahr da nicht rum. Du hörst ja auch nicht. Boah, ein Tor aufs Gewicht. So geil. Nicht abfackeln. Danke. Heili machen. Heili. Das ist deine große Stärke jetzt, die Black Sheep. Die kannst du auch in dem Winkel beide oder alle drei da schön wegknacken. Knacken, Alter. Knack sie weg, Junge. Scheiße. Macht er auch. Da kommt ein Torpedo. Macht er auch. Torpedo. Nicht brennen. Nice. 2-3 bloß. Ach, leck mich am Arsch, Alter. Yamato. Also die feindliche Yamato drückt mit pro Salve hier 10.000 immer. Das tut ganz schön weh. Jetzt Porsche, 5.000 habe ich hier. Ich muss ein bisschen dichter ran, damit der hintere mich nicht noch beschießen kann. Ich muss hier links an die Insel. Okay. Bin auch unsichtbar gerade. Und ich brenne! Und ich brenne natürlich. Scheiße. Der hat mich nochmal voll erwischt. Ärgerlich. Wieder Heiling hören. Diese Info gibt mir gewaltig auf. Da hier. Bam, 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 bam. Es ist zum Kotzen, Mann! Es ist nicht mehr normal! Danke, Fox, vielen Dank für dein 5 TK-Kröten für deine neue Grafikkarte. Die alte möchte ich dann haben, glaube ich dir. Dankeschön dafür, dankeschön! Neue Grafikkarte? Warte, Kromlin-Karte? Weiß ich nicht, ich weiß nichts von der Grafikkarte. Vielleicht will er mir eine schenken. Dankeschön! Oh, meine Grafikkarte. Ich bin deine alte. 2080 Ti. Ja, und die Karte auch. Boah, Alter. Und gleich kommt eigentlich jemand rein, dabei Blechschi. Was hab ich da gerade gehört? Kann das eigentlich was? Bumm.
Dropkick, einmal kick mit dem Kopf gegen Bildschirm. Dropkick in die Seite. Oh, aua, aua. Roundhouse-Kick. Ja, ja. Tür weg, Tower weg. Black Sheep weg. Aua, aua. 9-5, schön. Alter, ich sneak mich hier nach vorne. Die große Stärke der Kremlin. Endlich sehen wir es. Und ich brenne wieder, das ist jetzt richtig schlecht. Ja, gleich wieder heilen. Oh nein, oh nein. Ich sterbe, Blackshee. G-Ring ist das. G-Ring? Du kannst ja nicht japanisch. Boom! 50.000 auf die Yamato. Nice. Endlich mal was Schönes. Eieiei. So, eine ist weg. Eine ist weg. Was können wir hier noch wegsnacken? Hier was zu essen, ja. Bei der Yamato merkt euch einfach immer schön bei den Geschützen genau darunter Wasserlinie halten. Wenn die Breitseite zeigt, sind immer Zitas. Das sind immer Zitas. Was sagst du? 10.000 nochmal auf die Yamato. Oh Gott, du bist mir ja hinterhergekommen, Blacky. Du bist ja mutig. Ja. Nein, so meinte ich das nicht, Krom, aber danke auch. Und hier kommt Vera. Nein, einer ist wenigstens durch. Komm, Zita. Ja, Zita. Hat nicht gereicht, 14.5. Hat der nicht gerade bloß 11.000 gehabt? Jetzt hat der angehalten, oder was? Gott, chill doch mal, Mann. Was ist denn für ein Stress hier? Jetzt kommt die Minotau da, die muss weg. Minotau. Na, ich glaube nicht, oder? Wir müssen. Doch, 33.000. Komm, jetzt gib mir hier was, eine Zita oder irgendwas. Du willst eine Zita fressen? Jawohl, weg Zita und weg die Scheiße, Alter. Och Mann, warum denn die Scheiße? Scheiße, ich bin da zwei Stunden. Nein, jetzt noch nicht abfackeln. 700, 5 Sekunden, ich bin tot. Ich glaube gewesen, hätte ich jetzt hier alles schön von der Seite piepsen können. Auf zu sterben. Blackshee, darum meinte ich, du sollst da nicht mit reinfahren. Das, die Yamato ist dafür nicht gemacht. Krom hätte da mit seiner Kremlin reinfahren können, aber er wollte nicht. Du hättest hier mit zu uns, zu mir kommen müssen. Ja, jetzt kommt hier noch Torps. Ach du Scheiße. Ach du Kacke, Alter, die hat er noch abgesetzt. Ach du Scheiße. Oh Gott, nein, nimm zwei mit, Scheiße. Ja. So eine Kacke. Gott sei Dank hat die Kremlin so guten Torpschutz. Ja, trotzdem scheiße. Ich dachte, Krom wäre schon tot längst. Ja, was? Ja. Lange nicht. Oh, Schieberkatze, dann lass dich doch nicht aufdecken, Mann. Oh Mann, 160.000 Schaden für den Arsch. Mach tot, ich glaube, das schneide ich an mein Kremlin-Video noch mit ran, ey. Das andere genau, weg, jetzt holen wir uns die scheiß Kremlin, komm. Die Runde war ja echt mal deutlich geiler als die anderen. Guck, die Kremlin gerade gar nicht zu dir oder was? Komm, los jetzt. Ich hab keine Ahnung. Schön mittig. Nicht unter die Geschütze. Mittig. Yamato ist auch tot. Der muss sterben. Schieß doch endlich. Was war das denn? Los, hintere Turm. Rum. Mach die Ballerina. Sehr schön. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben ja nicht mal ein Cap, ey. Oh. Mach das. Aber das schaffen wir nicht. Das ist verloren. Das ist verloren. Die Giering kriegt keiner. Was macht die Shima denn da unten die ganze Zeit? Sie ist die ganze Zeit hier links neben mir. Nebeln, ja. Und hat geschossen. Nebel. Ich bin auch gedeckt. Von was? Wer deckt mich auf? Die Hinburg ist da noch irgendwo. Ja. Puerto Rico, Alter. Schade. Drei Zitadellas auf die Puerto Rico. Zitadellas? Zitadellas? Du hast Schaden gemacht? 14.5 plus. Ein bisschen zu weit vorne. Eine Zitadelle war das. Oh Gott, ey. Ja, das war schon schöner eben. Aber. Hör auf mich zu schießen. Das ist unfair. Hinburg. Schön mittig, nein, komm, oh, schön mittig. Stopp. Nein, die treffen, die fahren wir weiter. Die treffen. Oh, der stirbt nicht. Gleich, ne? Komm, da kommen noch mehr, ne? Ja. Oh, die hören auf.
Wussten wir doch. Oh, hier. Sein Skill aktiviert sich. Du regenerierst Leben. Ich nicht mehr. Ich hab nur doch, du regenerierst gerade durch deinen Skill, habe ich doch gerade gesagt. Skill? Dein Kapitän-Skill. Ach so, cool, was ich alles hab. Feuer! Nice, weg die Sau. Schön. Sau, Alter. So, jetzt regeneriere hier Skill. Hier. Nee, ist schon gleich zu Ende. Nun fahr ich noch raus hier aus dem Cap bei deinem ganzen Elan gerade. Ja, ich habe hier den Ochotnik drauf, oder wie heißt der, ne? Ochotnik ist ein Schiff. Nee, ja. Na, wie heißt der denn? Ochotnik, wie heißt der? Ja, ja. Der Wodka, Wodka. Ne? Genau. Wodka, Wodka. Merkel. Da ist Merkel drauf. Merkel? Nee, bloß mal Kuhfüßen. Achso. Oh, hier Puerto Rico offen. Komm, los, über die ganze Karte jetzt. Feuer. Unser Moskwa ist tot. Na, nicht ganz. Jetzt. Und tot. Der hat auch nicht mal versucht, noch einzulenken, ne? Ja, der war gerade dabei. Der hat's nicht mal versucht. Ja, aber zu spät. Ovechkin hieß der, genau. Shima eine Zitadelle. Kuznetsov, Soljanka, Wodka, Wodka. Kuznikowski. Es reicht nicht ohne einen zusätzlichen Kill. Ja, guck mal, ehrlich. Der hat nicht mehr viel. Die haben schön war noch mal kurz offen. Wir kommen da nicht mehr ran. Ja, wir verlieren die Shima gleich noch an die Giering. Ja. Außer der fährt weg. Außer der Torp, die irgendwie noch. Ja, Torps sind raus. Ja, scheiße, aber der ist in der Insel schon. Also. Ja, der ist rechts dahinter. Puerto Rico hat auch noch Radar. Die Shima, die ist gleich tot. Wenn er noch ein Radar hat. Fahr bloß so, dass du noch irgendwie mitschießen kannst in dem Winkel, falls der doch nochmal aufgeht. Ich fahr ganz nach rechts. Die Puerto Rico muss genau hinter der Insel da noch stehen. Eine Minute. Der haut doch ab da oder was? Ja, jetzt schaffe ich nicht mehr Zeit. Ja, der wird einfach abhauen. Ja. Da ist die Puerto Rico. Ja, die triffst nicht mehr. Da komme ich nicht ran. Wie soll ich da ankommen? Nee, und die hat zu viel. Die hat zu viel. Der habe ich ja noch ordentlich ein paar gegeben, aber. Schade. Schade, schade, schade. Der heißt nicht Ovechkin, der ist Ami. Ovechkin ist der Hockey-Kapitän. Ja, genau. Ist das nicht der? Ach, Kuznetsov war das der, den du da hast. Ach Ovechkin so. War der, den man in verschiedenen Nationen nutzen konnte. Ach so. Ich habe keine Zeit mehr, um den zu sehen. Mist. Ärgerlich. Da ist er. Richtig schön. Oh. Ja, triffst du nicht. Nee, komm nicht ran. Triffst du nicht. Also, Shima schießt AP, auch interessant. Ach, ist das ärgerlich, man. So viel Damage gemacht. Schade. Also, wie viel hast du? 181.000. Ach, Mist. Das hatte mal richtig geknallt, die Runde. Aber da war zu viel am Ende noch. Da war zu viel. Schade. Ärgerlich. 1426. Schade. Bei der Niederlage. So schönes Schiff eigentlich. Dreadnought. Sollte nicht sein. So, lass mich raten, komm, du rennst gleich wieder weg, schreiend. Nikolai Kuznetsov, genau, ist das. Genau. Rennst du gleich wieder weg oder können wir noch eine Abschlussrunde machen? Er rennt wieder weg. Okay. Na dann los, komm. Einmal Kremlin-Scheiße, aber so richtig. Und nebenbei, meine Freunde, alle, die bei Twitch gerade zuschauen, starten wir nämlich schon ein kleines Gewinnspiel. Wartet mal, dazu muss ich mir das nochmal kurz aufrufen. Der liebe LC4-Hunter hat sich nämlich gedacht, ey, komm, wir müssen mal was Schönes raushauen. Und er hat geschrieben, für das kommende 7 vs. 7, also für die nächsten gewerteten Gefechte, auf Stufe 7. Krom, ist das dein, nee, Blech, ist das dein Scheißernst? Wer war das gerade mit dem Knistern? Alter! Will man hier schön anteasern, das Gewinnspiel, und der macht so eine Kacke. Nee, du mich auch. Möchte ja ein ganz besonderes Schiff raushauen. Ein Schiff, was ihr alle bestimmt sehr, sehr gerne haben wollt oder eventuell sogar habt. Ein Schiff, was auf der Stufe 7 angesiedelt ist, und ein Schiff, was ich euch hier mal ganz kurz zeige. Passt mal auf. Stufe 7. Wir gehen natürlich zu den Schlachtschiffen. Und ich stelle fest, doch, da unten ist er, Gott sei Dank, die wunderschöne Scharnhorst. Möchte der LC4-Hunter rauskloppen. Ein Schiff, mit dem man in den gewerteten Gefechten Stufe 7 bestimmt eine Menge Spaß haben kann. Und ihr da draußen müsst mindestens 700 Gefechte haben. Und ganz, ganz wichtig, euer Profil muss offen sein auf eurer Gaming-Seite. Und ihr dürft das Schiff noch nicht haben. Das sind die Bedingungen, um das Schiff zu kriegen.
Parallel dazu fahren wir jetzt noch ein bisschen Kremlin. Alle, die bei YouTube dabei sind, nicht ärgern. Auch bei euch gibt es demnächst wieder was Schönes. Das ist jetzt tatsächlich bloß hier für den Stream. Und da werde ich gleich mal das Gewinnspiel starten. Passt mal auf, passt mal auf. Hashtag C4Hunter. So, nochmal kurz gucken. Richtig geschrieben. Richtig geschrieben. So. Huch, wieso habe ich das klein geschrieben? Hunter. Au. Danke, LC4Hunter in den Chat, meine Freunde. Und ihr macht automatisch beim Gewinnspiel mit. Für alle, die gerade bei Twitch zuschauen. Wie gesagt, alle, die bei YouTube sind, nicht ärgern. Auch ihr bekommt in Zukunft bestimmt mal wieder ein schönes Gewinnspiel, wo ihr was gewinnen könnt. Wo kann ich das mit dem Profil nachgucken? Wenn du es nie zugemacht hast, dein Profil, ist es automatisch auf. Man kann seine Stats aber auch verstecken. Ne? Falls euch mal Leute auf den Sack gehen von wegen, deine Winrate ist voll kacke. Dann kannst du dein Profil einfach auf der WoW-Gaming-Seite schließen. Und dann kann das keiner mehr einsehen. Die gleiche Scheiße wie eben. Ja, es ist die gleiche Scheiße wie eben. Wir haben eine Shima, Kleber und große Wolfsgegner, die in der Division fahren. Bäh. Bäh, sag ich dann nur. Einmal gucken. Die Kremlin-Runde war ja schon deutlich besser. Das war ja schon angenehmer. Was machen wir? Machen wir A oder? Ach, A ist immer kacke hier zum Anfang. Können wir gern probieren, aber ich werde schon so mich orientieren, dass ich zu BC rüber eiern kann. Na gut, mach ich mit. Kaum fahre ich so weit herum bei A. Das ist immer scheiße am Anfang. Ich fahre bloß ein bisschen nach links und dann geradezu. Ja, und wir wollen nach rechts und schon halb rüber und nebenbei ein bisschen mitschießen. Wo ich nicht. Naja, okay. Dann bist du aber das einzige Schlachtschiff, was ja noch hier ist. Lass doch mal fertig klar machen hier. Machen wir klar wie Kloßbrühe. Hallöchen, Janow. Viel Spaß beim Zugucken. Und LC4Hunter, vielen Dank, dass du das ganze Schiff hier sponsorst. Ehrenmann. Richtiger Ehrenmann. Was denn für ein Schiff? Die Scharnhorst. Achso. Tolles Schiff. Wirklich tolles Schiff. Immer schön wechseln zwischen HI und AP bei der Scharnhorst. Durch die geringe Nachladezeit ist beides wirklich sehr brauchbar in gewissen Situationen. Torpedos hast du dabei. Secondary kannst du auch irgendwie halbwegs nutzen. Also es hat eigentlich alles, was man braucht. Wenn man das ist ganz wichtig. The Lightfire. Wenn ihr die Scharnhorst als Leihschiff mal hattet, als Mietschiff so gesehen euch geholt habt oder von Wargaming Hafen gestellt bekommen habt, dann könnt ihr leider auch nicht mitmachen. Sobald ihr eine Runde mitgedreht habt, ist in eurer Statistik und dann seid ihr leider raus aus dem Gewinnspiel. Das geht leider nicht anders. Das ist die hohe Garantie. Sie sind raus, ganz genau. Oder als ob du den Zonk gezogen hättest bei, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Der Zonker. Nee, so hieß das nicht. 4-7. Nee. Es fängt wieder so an, Leute. Es fängt wieder so an. Die Hindenburg hat Spaß, ha? Die hat richtig Spaß. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Spaß gewünscht, aber sollte einfach nicht sein. Ja, warte mal, jetzt kommt meine Spaßsalve noch. Na, dann knall weg, komm. Schön! Das war mal ordentlich. Shimakaze fährt aus dem Camp. Ah, muss mal auf, der überlebt das jetzt noch. Fährt weg. Ja, halt sich gleich wieder hoch, 90%. Peace. Shima verfehlt. Unsere Z ist down, wir haben A verloren. Oh. Dreht weg, weg. A lost. Ach Quatsch, warum nicht lost? Angriff. Hindenburg hat sich festgefahren, ich schieße sicher nochmal raus. Ja, ja, kill it. Taschentuch-Alarm hat zugeschlagen. Genau. Die Show hieß Geh aufs Ganze. Ah, das war mal cool. Genau. Entscheiden sich jetzt Tor 1, 2 oder 3. Dem einen Tor kann dieses Auto seinen Wert von 40.000 D-Mark. In Tor Nummer 2 ein Haus, ein ganzes Haus wird für sie extra gebaut. Und in Tor Nummer 3, was sie genommen haben, ist der Song. Das war, ich glaube, da mussten manche Leute danach in Therapie. Ja, das ist nur schon, wenn du da die blöde Plüschtiere in den Zonk gezogen hast, das war ja schon heftig. Das ist denn schon heftig. Bei der Scharnhorst sieht man gerade wunderbar auch, dass sie wirklich sehr stark vertreten ist bei den Leuten. 124 Leute machen gerade mit, sonst im Schnitt immer 250 bis 300 Leute. Scharnhorst haben einige, ne? Wer hat die Scharnhorst, Leute? Schreibt mal, wer hat sie? Und Lil King, hallöchen. Und Mr. Schaufel, danke für den Sub. Dankeschön. Wissen die sich echt hier völlig? Selbst mit hier bei A ein bisschen. Ah, ist verloren. Wir haben kein DD mehr da. Wer soll denn da jetzt cappen? Scheiße, rein und killen. Da, guck. Ja, dann fahr auch rein. Du bist der Letzte da hinten, du Hampel. Los, gib Gas. Rein und killen, ist klar. Na. Das ist auf TC, die auch so easy ist. Doch, wir hauen ab.
Sie sichern B und helfen jetzt hinten bei C mit. Ja, es wäre schön für den DD. Der war aber die ganze Zeit nicht da. Jetzt geht der Kurfürst auf. Nein, Krom. Hau auf die Kremlin darauf. Mach doch nicht immer so eine Scheiße. Das schießt ja wie doof. Du weißt, dass du da gerade völlig alleine stehst, also machst du gerade die Scheiße. Ja, wenn ihr euch verpisst, ist ja kein Wunder, dass ich alleine stehe hier. Oh, Alter. Bei Kremlin, oh, Blackshee, mach mal was. Auf die eine kann ich noch schießen. Ja. Ne, mach. Was ist das da vor? Dann mach. Ich schleich mich hier rum. Komm, ich mach jetzt so, wie Krom gesagt hat. Ah, rein, komm. Blackshee, komm. Rein hier und rum. Okay, ja, ich muss jetzt... Haha, Krom wird schon angeblinkt. Hey, du Affe, fahr mal, du Affe. Ich fahr jetzt C. Oh, Alter, ich hasse dich. Nein. Wenn ihr so eine Scheiße macht, dann mach ich halt auch so eine Scheiße. Guck mal, die Dreckskleber ist hier sogar. Shima und Kleber. Da will der uns hier hinschicken. Wir haben eine Halland da. Ja, die haut auch schon wieder ab. Da. Kann ich hier durch? Was soll das? Stimmt, ne? Arsch, wo ist denn unser Scheiß-Team hier schon wieder? Unser Scheiß-Team ist bei B und C. Ich weiß nicht, wie oft ich dir das noch sagen soll. Müllscheiße ist das hier. Oh. Wo sind die denn? Da hinten Affen so rum. Ich fahr da nicht hin, kannst vergessen. Nee, wir werde hier gleich irgendwie durchrangieren. Da werde ich versuchen, die Kremlin von der Seite anzugreifen. Da hau ich ab hier. Das kannst du vergessen. Ja. Dass ich da in eine Shima und eine Kleber reinfahre. Das kannst du vergessen. Nee. Gerade über einpacken. Ja, das klappt mit der Kremlin leider nicht so gut. Das klappt leider nicht so gut. Kurve ist down. Schön. Blackshee, mach das nicht nach. Radart. Was bist du? Ich bin Radar. Oh. Oh, Feuer. Nebel dich mal. Fahr weg. Ach, lass die Kremlin doch deinen Gammeln. Greif in der Mitte an. Du meinst unseren Kram? Ich hab keinen Bock auf Shima-Torps und so. Ja, ich auch nicht. Vor allem Shima-Torps und nebenbei wirst du von der Kleber einfach weggepiept. Das ist die letzte Scheißrunde ist das hier. Ist es auch, weil du die da rückwärts gerade wegfährst. Zwei Schlachtschiffe behämmert in B drinne, Alter. Du hast dich mal A geholt, wir haben wenigstens B geholt. Der Restaft hier außen irgendwo rum, ey, das ist doch wieder der letzte. Den fahr doch mal rein in dein A, wie du wolltest, du quatsch doch bloß. Ja, wow, hast ja viel gerissen da. Gar nicht alleine, was sollt ihr alleine reißen, wenn die euch alle... Ach, alleine. Ja. Sonst hört sich das immer an, als ob du alle alleine killen kannst, du mach auch. Los. Wie treffe ich denn diese verkackte scheiße Kleber nicht, sag mal. So. Die Mino können wir wenigstens ein bisschen überraschen. Der Kuh ist jetzt rückwärts fertig, der Insel dann nicht. Mach das, wenigstens ein bisschen Damage in der Runde. Diese Kack Halland tot, Alter. Ach, oh, jetzt ist die Halland auch noch gestorben. Ja. Alter. Ich höre noch auf den Affen und fahre hier hin. Das war doch klar, dass die sterben. Eine Shima und eine Kleber, eine Mino und zwei Kremlins. Und da willst du angreifen. Ohne DDs. Gar nichts, wir haben gar nichts mehr. Das ist völlig von Arsch jetzt hier. Ja, komm. Wir haben gar nichts mehr. Ja, komm. Da ist er. Rami Blechi, nimm ihn raus. Runde ist eh gelaufen. Komm, kill weg die Sau. Boom, 4-7. Ich hab nicht diese Rammflagge, glaube ich, drauf. Oh, oh. Das wäre jetzt überlebt, ja, das ist gleich der andere. Kannst du trotzdem rammen. Ja, Ramin. Einfach rein da, einfach rein. Rein in die Olga. Genau. Dein Motto. Wodka, Wodka. Wodka, Wodka. Deutsche Butter, rein. Rammst du ihn heute noch? Da nebenbei auf die Wurst noch schießen. Los. Schaff ich nicht mehr. Wer ist denn mit der Kremlin im Rückwärtsgang beim A-Angriff? Ach, das willst du gar nicht wissen. Das willst du gar nicht wissen. So ein Alleingelassener, wo sich alle verpisst haben. Ich hau ab hier. Hat jetzt keiner gesehen. Ah, ist komplett verloren. Genau wie ich prophezeit habe. Ja, ich hab gerade auf die Booster geguckt, deswegen. Autsch. War nicht so gut. Nummer 11.000 auf Marsch. Aua, aua, aua. Und wie der Krom da noch lebt. Warum zum Teufel lebst du da noch? Kannst du mir das mal erklären? Ich hab hier so eine verfickte, scheiß hingepisste Kleberbeschüsse. Und mehr nicht. Das, Sack, Alter. Die hast du so verdient, die Kleber. Nun genieß sie auch. Das sollte so von dir jetzt. Oh, ich ramm den Kurfürst jetzt über den Haufen und dann ist Andy hier. Kein Bock mehr, Alter. Nein, ich ramm die nicht. Ich ramm die nicht. Warum kippen die den Scheiß nicht?
Weil da noch ein. Weil da ein Kampf ist! Ja, Kampf mit der Worcestersoße, Alter. Wie viele Affen sind denn in A drin? Ich sehe aber so einen Affen unter A. Du bist sogar hinter deinem Spawnpoint gerade. Ist dir das bewusst? 5 Kremlins. 20 Klebers. Die mach doch, Frau, mach doch. Boom! So, Kuff ist down. Lexi, ich hab ihn mal dir abgenommen. Ja, ich bin trotzdem in der Starling. Ja, ist egal. Die Schima wäre jetzt eh hier rumgekommen. La, 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 la. Was ist das denn für eine Wortwahl? Wieso, was haben wir gesagt? Krom hat irgendwas gesagt, ne? Was haben wir gesagt? Ja, der Krom ist schlimm. Penis. Warte, da fällt mir spontan ein. Torpedo! Torpedo. Torpedo von World of Warships. Hashtag Nudel raus. Hashtag Torpedo raus. Kann man auch missverstehen, ey. Das kann man aber auch missverstehen. Plexi aus dem Backoffice da hinten. Möpse, Junge. Potzdraff, Krops. Bam, 6-2. Schön, schön, stark. Abfaller, geil, ich liebe das. Kremlin Power. Wie war das? Ist doch ein geiles Schiff. Geiles Schiff, Alter. Oh Gott, die Schima war da zuletzt. Oh, oh. Komm, das ist noch kein sicherer Wind. Streng dich an. Ja, spinniger Lux ist das. Kremlin, komm. Ah. Straff, sagt er. Ja, oh Gott. Aber eine lustige Runde. War sehr lustig. War amüsant. Viel gelacht. GG, Guys. GG. Oh, ey, jetzt streng dich mal an hier. Ich bin tot. Quatsch. Das war voll. Ey, da kommen sie. Da kommen sie, da kommen sie. Ich noch ein Viertel hier. Gas geben. Ich wollte einlenken, damit ich nicht 3 mitnehme, aber ich nehme 3 mit. Die Kremlin ist so eklig lahmarschig. Oder 2, einer, 2. Hinten auch noch rein? Nee, Gott sei Dank nicht. Glück gehabt. Ich hab ihn getroffen. Nice, strong. Und Schima down, Schima down. Gott sei Dank. Oh Gott, jetzt kommen die Kleber hier von der Seite. Wieso lebt der Krom eigentlich noch? Da hinten kommt mir Stalingrad. Von hinten. Ja, danke, Krom. Da hinten kommt eine Stalingrad. Die greifst du jetzt bestimmt an, ne? Dachte ich mir. Von unserem Team, wir haben sich vollständig versammelt in B. Das ist so geil. Ist dir bewusst, dass bisher alle was Sinnvolles gemacht haben, außer du in dieser Runde? Ist dir das bewusst? Was macht ihr da, so ein Quatsch, so ein Blödsinn? Ja, was machst du da hinten, so ein Blödsinn? Oh, und die Mino, die frisst jetzt ordentlich Tops. Aber es hat nicht gereicht und tschüss, Mino. Und er lebt noch. Warum lebt der denn noch? Oh. Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Lebt der ja, noch? Er lebt noch. So, komm, wo bist du? Hä? Wo ist der Angriff? Du zeig mal, wo du bist. Ich muss erst alles wegradieren. Ne? Die Mino ist ja doch gestorben. Echt? Ja. Cool! Triple Zitter! Bam! Kremlin weg, die Sau! Mit der Secondary, boom, voll daneben. Nee, nicht ganz. Wieso auch immer ich da gerade Zitas gemacht habe. Ich habe extra weiter oben gehalten, aber alles richtig. Alles richtig. 1440 habe ich auch, fast Zitas. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kremlin, Kremlin, dedededededed. Kremlin, Kremlin, dödödödödöd. Ich und die Kremlin. Krem, 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 Kremlin. Easy. So, komm, dann gucken wir mal, wer jetzt über dir steht. So, und jetzt ist der Zeitpunkt, A anzugreifen. Ja, toll, danke auch. Das war die ganze Zeit ein wunderschöner BC-Angriff von uns. Und durch dein ganzes Gejammer und Geheule werden wir bei A fast alle krepiert, ey. Ach so, Quatsch. Du hast 2 DDs in Tod geschickt. Aber gar nicht. Komm, seine Kleber lebt immer noch, GG. Ja, den habe ich mir zum Schluss auch gehoben. Ja, ist klar. Hast du überhaupt auf irgendeinen anderen geschossen, die Runde? Boom, der hat sogar... Ne, natürlich. Oh Gott, ich glaube, ich schneide das alles zusammen zu so einer riesen Kremlin-Folge. Pass mal auf. Dann machen wir alle 5 Kremlin-Runden in einer Folge. Das wird der Oberhammer.
Du, ich habe jetzt jedes Mal eine Steigerung geschafft. Von Runde 1 zu Runde 2 habe ich sogar einen Down geschafft. Von 30.000 auf 14.000, glaube ich. Dann bin ich hoch auf 111.000, dann bin ich hoch auf 160.000, jetzt auf 185.000. Na, siehst du. Oh Mann. Sexy das, Alter. Also, dass ich bei der Kremlin da Zites drücke, das habe ich nicht erwartet. Das war eindrucksvoll. Kroms Angriffsstrategie ist genial. Ja, wer lebt noch von allen? Ja, ne? Guckt euch an den Krom. Ja, ja, ne? So doof ist das gar nicht. Ja. Wenn man feige sein will und überleben möchte, ist das genau das Richtige. Ja, ne, Black Shee, siehst du auch so. Na, Black Shee ist schon bei den Möpsen. Genau. Zack. Eieiei. Vorhin hatte ich 181k. Ja, trotzdem eine Steigerung. Immerhin. Immerhin. Ist halt zu stark. Im Nahkampf ist es echt saustark. In den ersten Runden war ja kein wirklicher Nahkampf zustande gekommen. Da wurden wir ja so zusammengerotzt. Das hat natürlich mitgewirkt. Auf Entfernung macht die Kremlin überhaupt keinen Spaß. So richtig brutal. Ich glaube, es ist auch mehr Nahkampfschiff, ne? Ist es ja auch, ja. Aber was du auf der Midrange und Longrange und nur, da machst du ja bloß Overpins die ganze Zeit. Das ist so nervig. Und Devin, du hättest mal lieber den Cap noch mitgenommen. Da hättest du mehr von gehabt. Der ist rausgefahren, ja. Ja. Freut sich der Sanua. Bam, 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 bam. AP sogar. Ja, das, aber. Warum? Das haut gut rein. Darf man nicht unterschätzen bei den DDDs. Ja, und wie gesagt, jawoll. Ich bin auch so ein motorischer HE-Schießer. Was hast du? Der ist auch noch explodiert, die D-Ring. Was, ernsthaft? Ja. 10.000 EP, Unterstützer bekommen, vernichtender Schlag bekommen, 185.000, 3 Kills, 6 Zitas. Nice. Geht doch, 2.100 Grund-EP. Was ein Krampf, mit dieser Kremlin mal was hinzukriegen. Alter Schwede. Ich glaube, ich habe langsam Dreh raus. Die Runde davor war geil, die Runde war geil. Wo ist die Krom? Aber ärgere dich nicht, die Z, die direkt am Anfang gestorben ist, die ist noch unter dir. Blackshin mit Yamato lief auch gut die Runde, ne? Ja, die Runde davor war besser. Ja, glaube ich. Du hättest da nicht reinfahren dürfen. Du hättest wirklich unterhalb von C bleiben müssen und über B einfach rüberschießen. Was ist scheiße? Vergessen hier. Ah, du wolltest eigentlich BC angreifen, ne? Hast du vergessen. Ich habe Signale aufgemacht. Hab ich ja doch. Nee, dann ist alles gut. Dann ist alles gut. Okay, meine Freunde. Das war ein langer, langer, langer Weg mit unserer Kremlin. Ich finde aber, wir haben das Ziel erreicht. Tolles Schiff. Also im Nahkampf haut das saumäßig rein. Und wir haben auch gerade wunderbar gesehen, ich hatte da 3-4 Schlachtschiffe vor mir, die mich frontal beschossen haben. Die Yamatos konnten bei mir ein bisschen Damage drücken, die anderen Schiffe aber so gut wie gar nicht. Funktioniert wirklich gut. Man muss bloß halt auch Glück haben, dass man im Nahkampf agieren kann. Und derzeitige Meter, wo einfach bloß Smolensk, Kolberts und sonst was rumfahren und Dauer-HI ballern, ist es halt sehr, sehr anstrengend. Trotzdem, war cool, hat mir gefallen. Entschuldigt das ganze, die ganze Salz vom Anfang, aber das gehört immer dazu, ist halt authentisch. Und das Gejammer vom Krom, dem A-Fahrer da, ja, ignoriert das einfach. Aber insgesamt können wir sagen, TK-Wertung, Daumen hoch, klasse Schiff. Und auch wenn so ein paar Nerfs erfahren hat und in Zukunft bestimmt noch bekommen wird, funktioniert. Wäre nicht meine erste Wahl auf T10 bei den Schlachtschiffen, aber es funktioniert. Haut rein, bis zum nächsten Mal, bewerten nicht vergessen, fleißig kommentieren und dann sehen wir uns schon bald wieder.